Rap. Sofort nach dem Saufen Sex und danach sofort saufen gehen. Oh, sehr. Auf Wodka, ahnungslose Opfer, die wir im Fahrstuhl verkloppt haben mit nem Barstuhl wie Rockstars. Ich kicke Darts und den Topf und schütze nach dem Fastfood-Restaurants ab und bekotze Menschen, die mit Schabung Erfolg haben, zieh danach aberwitzige Koksnasen. Gangster, die riesige Flows haben, die Tony und Cranston, sie hinterlassen Polizeiuniformen in Rotfarben. Großartige Despoten tragen die toten Ideale von Veganern zu Grabe und hissen neben der Hennessy auch die KFC-Fahne. Es gibt tatsächlich noch Schläger, die schlagen und nur drüber reden, wenn sie Gangster Beats haben. Nach einem Bissen von meinem Döner solltest du mich besser nie fragen. Versuchst du abzubeißen, kassierst du krasse Scheiße wie Klassenfeinde, ich piss dich an und du hast nasse Beine. Du sitzt nicht im Knast oder Streife, sondern siehst im Supermarkt Tofu-Blöcke und hast einen Steifen. Bist du Action? Rufe Craxton. Zugezeckt nach Sexpacks, rappend merke ich schon wieder, dass ich jetzt endlich fresh bin. Treffend formuliert ist jeder Satz, wenn jetzt der Korn rotiert. Nicht nur in der Runde, sondern auch im Kopf. Beweise brauchst du noch, ich hab deine Frau verkloppt. Auf einem Haufen Stoff und sie danach mit Bautner gestopft. Und wir rauchen das dort, das ist doch selbstverständlich, wie dass ich von Fleisch einen Ständer krieg. Und diesen Frauen schief wie Kennedy, meine Lenden sind daueraktiv. Bin ich blau und zieh, geschieht das meistens im Pornoarchiv. Korn und Shiva, ich bin zwar nicht geboren am Kiez, aber vorher miese Parzer, ohne viel Gelaber und Promo ist, wenn ich beim Döneressen umfalle und mir danach noch ein paar schöne Becher rumkralle, dann blöde Rapper umknalle. Ich töte mit Messer Bullen alle pazifistischen Hippie-Tanten, schlag ich mit anarchistischen Militanten, aber das Wichtigste ist und bleibt natürlich billig tanken. Und wir kommen zur Schlägerei und schlafen besoffen im Stirn ein. Du schreibst einen Text, doch wir toppen jeden Reim. Wir spitten und erschießen Kopf so nebenbei. Welche mit Loch im Kopf nicht am Leben bleiben. HGG recorded Hip-Hop mit edlen Mics. Zugerotzt das Nasenloch voller Edelweiß. Wir sind kriminell, doch den Bullen fehlt trotzdem jeder Beweis. Ohne Zweifel bleibt deine Crew fleischfrei. Deshalb machen wir Drive-By, bleib frei. Doch wir haben uns bleibfrei einverleibt. Was bedeutet, dass wir dich vom Motorroller ankotzen und machen danach ne Party mit nem Sofa voller Punkfatzen. Wenn wir dich randvoll im Kampf boxen, zeigt sich deine Angst offen, denn wir sind ein paar Ochsen mit Schlagstock und Schlagenkartoffeln. Und danach schaut uns deine dummdeutsche Hitler-Crew gefesselt und verschmerzen, rumheulend beim Kiffen zu. Doch es zwickt im Shoot, fügen wir ihm Minimum 47 Tritte zu. Guck mir zu, wie ich deine Kinder in eine prekäre Lage bringe, verursache Schmerz bei Schlagring. Jetzt bei Tickern pekuniär gefragt bin, liegt daran, dass ich beste Ware regulär auf den Markt bringe. Pervers und wahnsinnig, ruft die 887, wir sind Geier, die auf Taschmasch fliegen, die Nacktbars lieben und mit einer Menge Lärm ihre Nachbarn bekriegen und in 8 Schießereien mit Bullen 8-mal siegen, weil wir achtsam gezielt auf die Klappspaten schießen. Denn entweder kriegt jedes Faschistenschwein erst Pisse ans Bein oder wir richten sie gleich. Mit nem Trichter und Wein kommen wir dicht ist ans Mic, rappen schlichteste Lines, doch ihr findet es geil, wenn ich komme mit Glock und Kittel, voll auf Frostschutzmittel und du hast das Maul, weil dir der Boss im Mund pinkelt. Unser Rap erfüllt sein Ziel und animiert den Mob zum Trinken. Und wir kommen zur Schlägerei und schlafen besoffen im Stirn ein. Du schreibst einen Text, doch wir toppen jeden Reim. Wir spitten und erschießen Kopf so nebenbei. Welche mit Loch im Kopf nicht am Leben bleiben. HGG recorded Hip-Hop mit edlen Mics. Zugerotzt das Nasenloch voller Edelweiß. Wir sind kriminell, doch den Bullen fehlt trotzdem jeder Beweis.